Blondierte Haare, schwarze enge Klamotten und englischsprachige Satzfetzen zu fetten Techno-Beats. Das ist Scooter. Seit 30 Jahren ist HP Baxter damit erfolgreich. Hyper, hyper! Es sind meist einfache Sätze mit Ohrwurmpotenzial und Zeugnisse der eindrucksvollen Geschichte der Band, die seit 30 Jahren erfolgreich hartwummende Technomusik zu den Massen bringt. Und zwar nicht nur in Deutschland, mehr als 30 Millionen Tonträger sprechen Bände. Der Norddeutsche feiert nun seinen 60. Geburtstag, eine Zahl, die für ihn noch surreal klingt. Als das losging, wurde ich 30. Da dachte ich schon, Mensch, ganz schön alt für die Bravo und so. Und seitdem besteht mein Leben zum Großteil aus Studio, Bühne, irgendwelchen Clubs. Es dreht sich alles um Musik, viel auch um Party und so. Und das hat sich auch nie großartig verändert. Ans Aufhören denkt der Musiker noch lange nicht. Erst wenn ihm die Auftritte zu anstrengend werden. Aber da ist er ganz optimistisch, denn er hat ein Vorbild. Wenn ich mir Mick Jagger angucke, das ist immer mein Vorbild, der macht das echt gut, immer noch.